20 Jahre lange eins. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet IBG exklusiv mit Unterstützung von Kronos, Uhrenmagazin und WatchTimeNet ein Gala-Dinner der besonderen Art. 100 Gäste haben die Gelegenheit, diesen besonderen Abend gemeinsam mit der Luxusuhrenmarke A. Lange & Söhne zu feiern. 20 Jahre Lange 1 oder 20 Jahre Lange Uhren der Neuzeit, das sind wir nicht ohne Grund, sondern weil Lange wirklich so eine Erfolgsgeschichte ist. Zunächst besuchen die Gäste am Nachmittag die A. Lange & Söhne Boutique in der Altstadt von Dresden. Begrüßt werden sie von Wilhelm Schmidt, dem Geschäftsführer der Marke, und Walter Lange, dem Neugründer von A. Lange & Söhne und Urenkel von Ferdinand Adolf Lange. In der Boutique erhalten die Besucher die einmalige Möglichkeit, die gesamte Kollektion der sächsischen Manufaktur zu begutachten. Im Dresdner Residenzschloss wird der Abend fortgesetzt. Ich finde 20 Jahre ist was Besonderes. Und wenn man die dann mit besonderen Menschen gut feiert, mit Herrn Lange, Mitarbeitern, es war ein toller Abend. Von Lange bin ich schon seit dem Gründungsjahr, also seit 1994, begeistert. Und dies ist auch ein kleiner Höhepunkt. Dieser Rahmen hier ist herrlich. Die Initialzündung, dass es wirklich weiterging, kam ja wirklich erst mit dem, Herr Lange sagt immer, sehr überraschenden Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands. Da gibt es ein besonderes Datum. Und dann habe ich gesagt, gut, ich tue die Firma wieder gründen, aber am 7. Dezember, das Gründungsdatum von Ferdinand Adolf Lange, 1845. Wundervoll, exklusiv, herzlich, familiär, einfach zauberhaft. Tolle Atmosphäre, super nette Menschen, tolle Gastgeber. Also ich habe bisher keine A. Lange und Söhne Uhr und ich denke nach, mir eine zuzulegen. Welche würden Sie sich zulegen? Also ich tendiere zur klassischen Uhr, zur A. Lange Nummer 1, also zur ersten Uhr, die Sie auf den Markt gebracht haben. Neben Wilhelm Schmidt und Walter Lange steht auch Anthony de Haas, Chefkonstrukteur von A. Lange & Söhne, den Gästen zur Verfügung. Er zeigt exklusiv, einen Tag nach der offiziellen Vorstellung, das neue, auf 20 Exemplare limitierte Jubiläumsmodell, der Lange 1. Ein sehr gelungener Abend, wirklich sehr spannend. Auch ein schöner weiter Bogen gespannt von den Besuchen der Boutique dann bis hierher zu meinem gemütlichen Beisammensein. Sich austauschen mit Gleichinteressierten und auch natürlich mit den Leuten von Lange. Also das war wirklich sehr interessant. Sehr schöner Abend, Lange pur. Kronos Chefredakteur Rüdiger Bucher informiert über das erfolgreiche Modell Lange 1. Und ich denke, das Besondere an dieser Uhr war dieser exzentrische Zifferblattaufbau, dass sie eben den Stunden- und Minutenzeiger nicht aus dem Zentrum haben, wie man das kannte, sondern verschoben nach links, und sie haben dadurch eben ein Restzifferblatt, was ja gefüllt werden musste, und das hat Lange eben gefüllt mit diesem Großdatum. Wenn Sie sich mal das Zentrum von Stunden- und Minutenzeiger angucken, das Zentrum vom Sekundenzeiger und das Großdatum, dann sehen Sie ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck. Er veranschaulicht nicht nur den Werdegang sowie die Entwicklung der Lange 1 mit ihren verschiedenen Varianten, sondern beantwortet die Frage, was die Manufaktur A. Lange & Söhne so erfolgreich macht. Bei Lange wird nicht einfach ein Werk konstruiert und dann guckt man mal, wo jetzt die Anzeigen Platz finden auf dem Zifferblatt, und dann müssen sie da halt auch sein, sondern bei Lange guckt man von Anfang an, wie soll eigentlich die Uhr aussehen. Wie soll das Zifferblatt aussehen? Man bemüht sich wirklich um eine sehr harmonische Position der verschiedenen Anzeigen auf dem Zifferblatt. Und dann muss die Konstruktion eben auch so geschehen, dass es dieses gewünschte Zifferblatt gibt. Das war bei der Lange 1 schon so und das ist bis heute der Fall. Also die Historie, die ist sehr interessant, muss ich wirklich sagen, und hat mir den Hintergrund auch der Marke nochmal gezeigt und auch, was die Marke eigentlich vorantreibt. Es war ein herrlicher Abend. Wir sind extra aus Österreich angereist,
sehr interessant. Ich möchte mich auch bedanken für die wunderschöne Präsentation und dass wir da im Schloss sein durften.